Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, die Fähigkeit, Vergangenes im Gedächtnis zu behalten, gehört zu dem Phänomen, das allgemein im Begriff Erinnerung seinen Sinn entfaltet. Regelmäßige Treffen, Feiern und Jubiläen, aber auch unerwartete, glückliche Begegnungen auf der Gasse nahe der Altstadt oder anderswo erwecken Erinnerungen aus ihrer tiefen Vergessenheit. Es sind Ereignisse, gemeinsame Erlebnisse oder auch sachliche Erzählungen, die uns zusammenbringen, Personen in verschiedenem Alter, aus unserer bunten Gesellschaft, Gemeinde oder Gemeinschaft, wie immer wir sie auch nennen mögen. Fortwährendes Zusammenbringen und Zusammenhalten, die aufrichtige Aneignung von Tradition und Geschichte, die Pflege guter interethnischen Beziehungen waren und sind unsere Aufgaben und Ziele. Vor 4 Jahren haben wir eine Reihe von Kulturveranstaltungen eingeführt, die unter dem Titel Tage der deutschen Minderheit in Klausenburg verlaufen. Der Herbst wurde ausgewählt nach gutem Beispiel. Schule und Universität erwachen nach der Sommerpause und schreiben einen neuen Anfang. Dieses Jahr feiern wir online und haben gute Gründe. Das Forum wird 30. Das Barockensemble Transylvania feiert 25 Jahre Tätigkeit. Der Chor Viva la Musica feiert seinen 50. Geburtstag. Nicht zuletzt wollen wir den gesamten Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien alles Gute zum 30. Jubiläum wünschen. Die Konzerte sorgen für die festliche Stimmung. Die Videomontagen zeigen das Forumsleben der Klausenburger. Im Anschluss eine Reformationsandacht mit Dechant Pfarrer Dr. Bruno Fröhlich aus Schäßburg. Wir hoffen mit diesem Programm Ihre Herzen zu erfreuen und wünschen uns allen ein gutes Gelingen. Anlässlich des 30. Jubiläums des Forums in Klausenburg haben wir auch eine kleine Broschüre herausgegeben. Sowohl als Träger einer Bilanz dreier Jahrzehnte, als auch als Gelegenheit, gute, treue und fleißige Mitglieder und Freunde, Gäste von nah und fern, in Erinnerung zu bringen, namentlich zu nennen, anzuerkennen. Diese Arbeit ist Professor Dr. Wilfried Schreiber zu verdanken, der in enger Zusammenarbeit mit seinen Vorstandskollegen das Material unterzeichnet. Schnappschüsse, Plakate oder andere Illustrationen begleiten das Geschriebene. Und da wir in diesem Jahr der Corona-Pandemie nicht nur unsere Erinnerungen äußern mochten, sondern auch gemeinsam hätten feiern wollen, hoffen wir bald, die Online-Treffen mit Ausflügen und Wandern, richtigen Konzerten und Ausstellungen ersetzen zu dürfen. Da werden auch unsere Kinder mit Freude etwas weiter erzählen können. Mit Zuversicht schauen wir weiter und wünschen uns bessere Zeiten. Vielen Dank. Thank you.
Anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums gibt das Demokratische Forum der Deutschen in Klausenburg eine Broschüre heraus, die auf eindrückliche Weise seine mannigfaltigen Aktivitäten vorstellt. Es wird die Zeit der Gründung erwähnt, das Suchen nach Aufgaben und Zielen, die Kulturarbeit, welche wohl den sichtbarsten Tätigkeitsbereich des Forums darstellt, die Feiern, Ausflüge und weiteren Gelegenheiten zum Sozialisieren und Zueinanderfinden. Wir hätten die Broschüre gerne im Rahmen einer wirklichen Festveranstaltung mit Publikum vorstellen wollen. Wegen der Corona-Pandemie ist das allerdings zurzeit nicht möglich. Die Forumsmitglieder werden auf jeden Fall ihr Exemplar bekommen und wir hoffen, dass die Broschüre mit der Zeit ihren Weg auch zu anderen Interessierten findet. Herzlichen Dank an alle, die daran mitgearbeitet haben, einen stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Wilfried Schreiber für die Arbeit am Text, Herrn Vorsitzenden Dr. Radu Nebert für das Layout und das Zusammenstellen der Fotokollagen, sowie auch allen, die mit Fotos aus ihrem Privatarchiv beigetragen haben, Erinnerungen wachzurufen und unsere Geschichte anschaulich zu dokumentieren.
Die Tätigkeit des Klausenburger Forums ist sehr vielfältig. Das Forum ist sowohl kulturell aktiv als auch gesellschaftlich. Es gibt sogar Publikationen, Bücher und CDs. Das größte Ereignis im Jahr sind die Tage der deutschen Minderheiten, die gewöhnlich im Oktober stattfinden. Da gibt es Ausstellungen, Konzerte und Vorträge. Im Jahre 2016 zum Beispiel gab es eine Ausstellung über Werth und Bellersdorf. Die Orgeln aus Werth und Bellersdorf stehen alle beide in Klausenburg in der katholischen Michaelskirche. Im Jahre 2018 gab es eine Ausstellung über Treppen, das Dorf im Nösnerland in der Nähe von Bistritz. Im Jahr 2019 gab es zwei Bücher über Erich Bergl. Der siebenbürgische Dirigent Erich Bergl wurde weltberühmt. Er hat eigentlich, kann man sagen, eine Karriere gemacht wie kein anderer siebenbürgischer Musiker. Er hat alle großen Orchester dieser Welt dirigiert, von Neuseeland bis Kanada. Chicky Boldischer, der auch Mitglied unseres Forums ist, hat sich um Bergls Nachlass gekümmert und hat zwei Bände herausgegeben mit den Konzerten des berühmten Dirigenten. Als Ausblick auf die Kulturtage 2020 ist geplant ein Jubiläumskonzert, das Barockensemble Transsilvania, das den Sitz in Klausenburg hat, wird heuer 25 Jahre alt. Im Rahmen der Kulturtage, aber nicht nur, gibt es immer eine sehr schöne Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche. Es werden Festgottesdienste gefeiert, meistens zu Ostern und zur Reformation. Das gesellige Leben allerdings muss nicht zu kurz kommen. Es gibt Ausflüge mit jungen Familien, mit Kindern. Wir gehen wandern, Radfahren, aber auch Kirchenburgen besuchen. Es gibt auch einen Fasching, da können alle zusammenkommen und sich prächtig amüsieren. Hoffentlich wird es im Februar 2021 dann auch ohne Maske gehen. Es gibt Publikationen, CDs. Die junge Kammermusikgruppe Quarto d'Oro hat 2018 eine CD aufgenommen, die Orgel aus Halvelagen zwischen Mediasch und Schäßburg gelegen, ist auch schon seit langem in Klausenburg in der Musikakademie. 2019 wurde die Orgel genau 200 Jahre alt. Zu diesem Anlass gab es ein Jubiläumskonzert und auch eine Jubiläums-CD. Auch im Bereich der Musik ist die Tätigkeit des Chores Viva la Musica zu erwähnen. Außerdem gibt es auch eine gute Zusammenarbeit mit der Koschbuk-Schule, die Schule, in der Deutsch unterrichtet wird. Im Rahmen der Publikationen des Klausenburger Forums gibt es immer wieder auch Bastelbögen, die auf sehr schöne Weise und sehr unterhaltsame Weise den Kindern die deutsche Kultur vermitteln sollen. Vertrauensvoll entgegen und hoffen, auch weiterhin so aktiv sein zu können.